Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr ja Lust habt mit mir auf dieses Lidschattenlotto und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, es wurde jetzt endlich mal wieder Zeit für ein neues Lidschattenlotto. Das liegt ja jetzt schon, glaube ich, über einen Monat zurück. Das geht ja gar nicht. Ja, und Folgendes, also ich habe mich jetzt schon ein bisschen vorgeschminkt, sprich eine Foundation, Concealer, Augenbrauen habe ich mir gemacht, Puder abgepudert habe ich schon und Lidschattenbase. Die Produkte befinden sich, die liste ich euch auch alle auf, die stehen in der Infobox. Auch welchen Nagellack ich trage im Moment, steht auch in der Infobox, ist ein neuer von Annie, den habe ich schon auf Instagram gepostet. Wer mir da folgen möchte, Instagram oder Facebook, steht auch alles in der Infobox, würde ich mich freuen. Ist eine ganz, ganz tolle Farbe, wie ich finde. Ja, ich habe mich jetzt hier schon bewaffnet. Und zwar, wer das kennt von früher, da hatte ich ja meine Lidschatten, meine Monolidschatten alle farblich so ein bisschen sortiert, ne? Und habe mir dann vorher eine Farbe gezogen. Jetzt wollte ich das mal anders machen. Ich bin nämlich gerade dabei, meine Schminksachen etwas aufzuräumen, anders zu organisieren. Und auch ein bisschen dabei auszumisten. Und jetzt habe ich alle Monolidschatten, die übrig geblieben sind, habe ich jetzt in eine große Kiste gepackt. Nicht erschrecken, die Kiste ist nicht voll. Ich zeige es euch mal kurz hier. Ist eine ziemlich große Kiste, seht ihr? Aber die ist noch nicht mal zur Hälfte voll. Und habe die jetzt alle farblich, zack, alle gemischt. Weil ich habe mir gedacht, so verkürze ich das mit dem Video auch ein bisschen und ich werde mir jetzt ich habe mir gedacht, ich ziehe mir heute 5 Monolidschatten. Machen wir mal 5. Ja, ich hatte zwar auch schon mal mehr, aber ne, heute ziehe ich mir mal 5. Gucke natürlich nicht, greife jetzt mit meiner rechten Hand in die Kiste, mache ein bisschen Krach und ziehe mir nacheinander 5 Lidschatten. Wie gesagt, es sind jetzt alle Farben bunt gemischt und es kann alles passieren. So ist das auch nochmal für mich interessanter und ich weiß vorab gar nicht, ja, was für Farben können auf mich zukommen, ne? Weil hier ist jetzt alles drin. Nudige Töne, bunte, knallige Farben, bunt gemischt und ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Werd mir dann jetzt im Anschluss auch noch aus einer Blush-Kategorie ein Blush ziehen blind und auch einen Lippenstift. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und freut euch drauf. Genau, so und jetzt greife ich hier rein. Ich mache jetzt ein bisschen Krach und ziehe Lidschatten Nummer 1. Und Farbe ein. Nummer 1, oh, ist schon eine knallige Farbe. Und zwar von Essence. Da steht zwar noch neu drauf, aber ich glaube, der ist nicht mehr so neu. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ein schönes Blau. Es ist die Nummer 71, Miss Atlantis. Ein Schimmer-Effekt-Eyeshadow. Ich swatche euch den kurz. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Also mit Schimmer. Kein grober Glitzer. Ja, ich würde sagen, passt farblich jetzt nicht so zu meinem Poloshirt, aber ja, der knallt. Ja, okay. Passt ja noch ganz gut in den Sommer rein, obwohl heute ist es gar nicht so sommerlich. Ich nehme mal gerade hier so einen Lappen. Ja, heute ist es, heute Morgen hat es sehr viel geregnet. Jetzt haben wir aktuell 21:45. Gerade hat es aufgehört. Ich will nämlich heute Nachmittag noch joggen gehen. Nummer 2. Da ist er. Oh, vom P2. Eieiei. Aus dieser Reihe, die gibt es glaube ich noch. Die ist noch nicht so alt, aus der Ultra Matt Reihe. Das sind diese Eyeshadows und hier steht es auch drauf mit Primer-Funktion. Das ist die 040 Purple Clutch. Oh Gott. Ja, das ist halt ein matter, ein gebackener. Der aber, glaube ich, ja, ihr seht es schon. Na, ich wollte doch mit dem anderen Finger. Der sehr gut pigmentiert ist im trockenen Zustand. Mache ich mal hier neben. Ja, okay, die Farben zusammen, naja. Ich weiß es nicht. Oft geht es einem ja dann so, dann denkst du dir, nachdem ich die Lidschattenfarben gezogen habe, das kann kein gutes Augen-Make-up werden. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Haben wir mal hier einen schönen Matten, den ihr auch noch bekommen müsstet. Nummer 3. Okay. Oh, ist einer von Catrice. Jetzt haben wir einmal Essence, P2 und Catrice. Der ist jetzt gar nicht mal so bunt. Das sind die aus dem Standardsortiment. Die 590 Dorian's Gray. Wie gesagt, die wechseln ja auch immer mal wieder. Ob es jetzt genau den noch gibt, ich weiß es nicht. Ist so ein Grauton. Schauen wir mal. Ja, der ist jetzt sehr unscheinbar. Mache ich mal hier drunter.
Okay. Das ist dieser hier. Das ist so ein leicht, kein grober Glitzer, ein leicht schimmriger Grauton, aber jetzt nicht so intensiv. Naja, nach den zwei Knallfarben ist das ja auch mal nicht verkehrt. Gut, Nummer 4, vorletzter. Habe ich einen. Auch von Catrice, auch aus dem Standardsortiment. Die 720 Papaya Don't Peach. Ein Peachton. Ach, die haben immer so schöne Namen, ne? Catrice, finde ich. So, das ist halt dieser hier. Da ist, glaube ich, auch kein grober Glitzer drin. Oh ja, der knallt auch so ein bisschen. Er scheint mir fast matt. Ja, so semi-matt. Mein Gott, was sind das für Farben? Eieiei, Heidi Witzka. So ein Peachton. Ja, dann ziehe ich mir jetzt den fünften und letzten. Und was haben wir da? Von L'Oréal. Oh ja, die sind, glaube ich, die müsste es auch noch geben. Die sind noch nicht so alt. Lumière, die 502 ist es. Quarz Fum steht hier. 502 Quarz Fum habe ich noch nicht so oft benutzt. Aber das sind welche, die halten. Ich habe zwar jetzt eine Lidschattenbase drauf, aber die halten auch ohne. Das sind so fast, glaube ich, wasserfeste Dinger. Steht das hier drauf? Das ist eine Geltextur mit Gel verfeinert. Ja, das ist dieser hier. Das ist so ein, was ist das für eine Farbe? So ein Taub. Der halt so schön, boah, der ist auch krass pigmentiert. Oh ja, da haben wir jetzt die Nummer 5 hier unten. Der hat so ein ganz, ja, so braun, taub und so ein bisschen Schimmer. Das sind jetzt die 5 Farben, ihr Lieben. 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken. Ja, ich werde mich wieder steigern, aber ich denke mal, diese 5 ist schon eine Herausforderung für mich. Ich habe noch keinen Plan. Ich versuche die jetzt mal wegzuputzen und ich denke mal, ja, einfach nur so mit einem trockenen Tuch. Doch, geht. Naja. Naja, gehen wir gleich nochmal mit dem feuchten Tuch nach. Ja, ihr Lieben, das sind jetzt die 5 Lidschatten. Mit denen muss ich mich jetzt gleich beschäftigen auf meinem Auge. Es kann sein, dass mir was Schönes gelingt. Es kann aber auch sein, dass es nicht so durch die Farben passt. Aber schauen wir mal. Ich werde mir jetzt gleich auch noch ein paar Sachen holen, sprich auch noch einen Lidschatten zum Verblenden. Nehme ich ja meistens so einen Vanilleton. Ne? Jetzt habe ich hier in einer Glossy Box, die habe ich ja abonniert. Die Boxen sind hervorragend für Schminke, also zum Organisieren, sage ich mal, weil der Karton sehr stabil ist. Ich habe mir jetzt hier einen genommen, das sind meine Essence und P2 Blushes. Ja, und ich werde auch hier jetzt nicht gucken, ich werde einfach mal ein bisschen wühlen. Ich möchte auch hier mich überraschen lassen. Es sind viele LE Blushes, glaube ich. Ich versuche mal. Bisschen tiefer zu greifen, kommst du raus und habe einen. Ja, das ist meine Farbe. Aus der P2 LE Meet Me in Venice oder Venice. Da gab es ja noch einen anderen Ton und ich glaube, das ist ein gut pigmentierter Blush. Die 020 Fortune oder Fortune. Der hatte, ich habe den also schon ein paar Mal benutzt. Hier seht ihr noch so ein bisschen Goldspray. Wunderschönes Muster, aber durch das mehrmalige Benutzen ist das bei mir natürlich jetzt schon leicht abgegrabbelt. Passt gut zu meinem Nagellack. Das ist so ein dunkler Beerenton. Ja, seht ihr? Der schimmert ein bisschen. Hier habe ich. Oh ja, da muss ich. Ihr kennt mich ja. Ich overblushe mich ja schon mal ganz gerne. Da muss ich dann aufpassen. Aber er lässt sich ganz gut, seht ihr, verblenden. Ja. Ist auch eine schöne Farbe jetzt für den, ja, baldigen Herbst, wie ich finde. Ja, gut. Hätten wir auch ein schönes Blush gezogen. Das war, glaube ich, eine sehr schöne LE. Und ich glaube, die Blushes waren so die Herzstücke mit. Ne? Ich meine, ich hätte auch noch die andere Farbe. Bin mir aber nicht sicher. So, und jetzt kommen wir noch zu Lippenstiften. Die habe ich in so Holzschachteln hier gepackt. Das sind jetzt Lippenstifte, die habe ich. Das sind von Maybelline, Astor und Manhattan. Genau. Maybelline, Astor und Manhattan. Auch hier wühle ich jetzt einfach mal, ohne zu gucken. Vielleicht passt es ja zum Blush. Ich hoffe, es wird nicht eine ganz so auffällige Farbe. Schauen wir mal. Oh, das ist einer von Manhattan. Ja, das war, glaube ich, mal eine LE. Oder gibt es die im Standardsortiment? Das fand ich ganz schön, schön gemacht, schlicht hier mit dem Silber. Manhattan, das ist
Die drei, Purple Rocker. Purple Rocker, okay, das ist so ein, der geht schon ein bisschen, da, ja genau, das waren sehr schiere Lippenstifte, seht ihr? Nicht so hochpigmentiert, haben schönen Glanz. Das ist so ein, geht mehr ins Pink, so ein bäriges Pink. Bisschen lila, okay. Oh, die riechen so lecker. Ich glaube, das war eine LE, da gab es noch, glaube ich, so einen Rotton damals. Aber ihr wisst, ich mag es ja lieber so die Farbrichtung. Was heißt, das ist, naja, könnte vielleicht passen. Schauen wir mal, ist nicht ein, so ein ganz knalliger Lippenstift. Ja, das war's, ihr Lieben. Ich werde mir jetzt noch die Pinsel besorgen und wie gesagt, noch einen Lidschatten zum Verblenden. Und ganz früher habe ich ja oft gemacht, Lidschatten-Lottos, ohne dass ich dabei sabbel, sprich mit Musik hinterlegt, unterlegt, aber ich... Viele von euch haben mir irgendwann gesagt, ach Nadine, mit deinem Gequatsche dabei gefällt uns irgendwie besser und deshalb quatsche ich jetzt dabei wieder. Ja, ich werde mir jetzt noch ein paar Pinsel besorgen und wie gesagt, einen Lidschatten zum Verblenden und kein Plan, was ich jetzt gleich hier raus mache. Das sind 5 interessante Farben und ja, aber ihr seid jetzt live dabei. Ich hole mir jetzt die Prütteln, die mir noch fehlen und wünsche euch ganz viel Spaß und mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Bis gleich. So, ich bin zurück, habe mir jetzt also noch einen schönen Farbton von Manhattan Matte Effect Eyeshadow. Den müsste es, denke ich mal, auch noch geben. Ist so Standard, so ein, ja, ein Standard-Lidschatten. Das ist die 29C Vanilla Sky, hochpigmentierter Lidschatten für ein mattes Finish. Den wollte ich dann so zum Verblenden nehmen. Genau, und ich habe mir hier noch so ein Pinselglas geholt. Das sind so ein paar Pinsel von meiner Sammlung. Ich habe ja so eine bunte Sammlung und vielleicht stelle ich euch irgendwann mal meine Pinsel vor. Nicht alle, aber vielleicht meine liebsten. Falls Interesse besteht, jetzt noch einen Schluck Kaffee. Mein Spiegel steht hier wieder. Und mal gucken, ich hole euch mal ein bisschen ran. Oh Gott, irgendwie sehe ich ein bisschen verschlafen aus. Naja, aber gut. Wie gesagt, ich habe ja schon... Foundation und so abgepudert, Lidschattenbase drauf. Und ja, ich starte jetzt mal. Womit fange ich denn mal an? Puh, das wird, glaube ich, sehr knallig und farbintensiv, das Augen-Make-up. Ich glaube, ich starte mal... ja, womit starte ich? Mit dem Peach-Ton hier von Catrice. Ja, ich nehme dann... Mal gucken. Der war ja auch, wirkte ziemlich matt, also ich kann da keine Sprenkel, ja, der hat vielleicht so einen leichten Schimmer. Jetzt nehme ich mir einfach mal so einen Lidschattenpinsel, den, der ist von Cheese, der ist so schön bunt, den hatte ich aus dem Wanderpaket und ich glaube, die liebe Kellertreppchen, die liebe Jana hatte den reingelegt und ja, ist ein schöner Pinsel und ja, ziemlich groß. Ich hole euch mal ran, wie gesagt, eine Eyebase habe ich jetzt schon drauf, hoppala. Ah, ist das denn hier für ein Krümmel? Egal. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier vorsichtig rein. Oh oh, das war vorsichtig, Leute. Ach, du ahnst es nicht. Und den gebe ich mir jetzt einfach erstmal nur auf die Mitte. So, das mache ich immer sehr oft, dass ich vielleicht einfach mal mit der Mitte anfange. So auf die Kugel hier, aufs bewegliche Lid, so. Mein Gott, also hätte ich nicht gedacht. Leider krümeln die auch ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gebe noch ein bisschen, Moment, ein bisschen drüber. Es kann auch sein, dass ich gleich irgendeinen Lidschatten nochmal intensiviere. Mal gucken. Okay, dann klatsche ich mir das eben aufs andere Auge. So, das ging jetzt relativ zügig. Einfach mal drauf, ne? Und wenn mir jetzt ziemlich neue noch... Abonnenten, Zuschauer zugucken, müsst ihr wissen, ich habe jetzt beim Schminkmäßig nichts gelernt. Bin kein Make-up-Artist oder so. Ich mache das einfach immer so, wie ich es meine. Oder ich schaue mir auch schon mal was ab von anderen YouTubern. Aber jetzt, ich probiere mich halt immer gerne aus, ne? Okay, hätten wir diesen? Das ist schon mal ganz schön. Könnten wir auch so lassen, ne? Nein, wir machen weiter. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den nächsten Farbintensiven, diesen blauen hier. Und nehme auch den gleichen Pinsel, drehe den nur rum. Und den gebe ich mir, glaube ich, jetzt mal, oh, krümmelt auch ein bisschen, hier ins äußere V, auf den Rest des beweglichen Lides, ein bisschen über den peachfarbenen drüber. Das wird dann gleich noch ein bisschen verblendet. Ja, aber das ist ein schönes Blau, finde ich, so ein Meeresblau. Also,
Blau finde ich ja immer, ich habe ja so grün, etwas braune Augen, so grünbraune Augen. Ich weiß nicht, ob rein blaues Amu passt, glaube ich, nicht so gut zu mir. Aber gut, das ist ja jetzt auch nur so ein bisschen. Okay, können wir hier so. Ich glaube, ja, die beiden passen eigentlich ganz gut zusammen. Ja, dann würde ich sagen, geht's ans andere Auge. So, der blaue wäre dann jetzt auch auf diesem Auge. Wie gesagt, das geht ja recht schnell. Ich mache das jetzt erst einmal so ein bisschen grob und das verblende gleich. Ich habe halt hier die Übergänge, bin ich hier so ein bisschen mehr drüber gegangen, dass das nicht ganz so kantig aussieht. Aber es kann auch sein, dass ich gleich irgendeine Farbe noch intensivieren muss. Interessant. Okay, hätten wir den auch. Ich glaube, jetzt nehme ich einen anderen Pinsel. Und was machen wir jetzt? Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich nehme jetzt mal diesen matten hier vom P2, ultra matt. Da habe ich auch noch ein, zwei andere von. Ich finde die sehr schön und ihr habt gesehen, dass dieser Farbton im trockenen Zustand schon hammerpigmentiert ist und ich lasse das auch so. Ich nehme jetzt mal, oh, was nehme ich mir für einen Pinsel? Ich habe hier von Barbara Hoffmann, ich glaube, die gibt es bei Douglas, so ein, ja, was ist das, so ein, ja, Smoky. Also ich will den jetzt verwenden für die Lidfalte hier oben. Da gehe ich jetzt mal vorsichtig rein. Ganz vorsichtig ausklopfen. Und setze mir den erstmal nur hier in die Lidfalte, in die Kuhle hier. Ihr wisst ja, ich habe etwas, ne, wenn ich das Auge schließe, sieht man, das Auge sitzt sehr tief in der Augenhöhle bei mir. Vielleicht ziehe ich mir den gleich auch noch höher. Mal gucken. Aber der ist halt matt. Vermischt sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mit den anderen Farben. Aber ich liebe ja so ein Lila, ne? Oder Pflaumeton ist das mehr. Stehe ich ja total drauf. Ich sehe nur gerade, der krümmelt auch ein bisschen. So, hier setzen wir das, warte mal, vielleicht ein bisschen höher. Ich will das jetzt auch nicht als V gerne hier. Sonst mache ich ja das immer, eigentlich fast immer, wenn ich die Farbe, die ich mir hier in die Lidfalte setze, setze ich mir dann auch nochmal hier außen hin. Aber ich möchte jetzt erstmal nur diesen schönen matten Lila-Ton ja etwas höher setzen über die anderen. Ja, dass man den doch so, wenn ich das Auge jetzt aufhalte und so geradeaus in die Kamera gucke, dass man noch so ein bisschen sieht. So ein bisschen quasi, dann setze ich den jetzt etwas höher, also auf meinen Knochen. Ja, das muss ich gleich auch noch schön verblenden. Bis hier rein, so bis zur ins Augen, wie sagt man, in die Augenmitte, ins Innere hier. So. Okay. Ja. Ein bisschen intensivieren noch. Ich weiß auch nicht. So. Oder ja. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ihr Lieben. Ich mache das jetzt mal an dem anderen Auge. Moment. So sieht das jetzt aus, ne? Wenn ich jetzt so geradeaus gucke, sieht man jetzt gar nicht so viel. Ich weiß nicht. Ich tue mich immer schwer damit, den noch höher zu ziehen, weil ich Angst habe, dass das dann nicht mehr so schön aussieht. Wir gucken mal. Vielleicht mache ich es gleich noch intensiver, aber im Moment sieht es jetzt so aus. Und ich finde, der orangefarbene kommt auch schon, irgendwie ist der schon wieder verblasst oder täuscht das. Na gut, wir lassen es erstmal so. Das wäre Lidschatten Nummer 3 gewesen. Und ich mache jetzt schon mal Folgendes. Ich nehme jetzt den zum Verblenden, diesen schönen von Manhattan. Moment. Den zum Verblenden nehmen wir von Cosmetic Cosmo Blender Betty. Das ist ja so mein liebster Pinsel zum Verblenden. Gehe jetzt hier rein und setze mir den schon mal unter meinen Augenbrauenbogen. Noch ein bisschen. Der ist halt schön soft, ne? Das ist halt so ein schöner, natürlicher Verblendeton. Manchmal mag ich es auch, wenn es ein bisschen funkelt und glitzert, zum Verblenden, zum Highlighten. Aber so, und jetzt gehe ich hier. Das ist ein ganz softer Blenderpinsel. Also ist halt. Ich würde sagen, sehr augenfreundlich oder hautfreundlich, weil die Augenpartie ist ja doch schon sehr empfindlich bei vielen, also bei mir zumindest. Und jetzt gehe ich hier ganz soft über die Kontur und versuche das Ganze so ein bisschen, ja, zu verblenden. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich glaube,
Man muss sich halt da Zeit nehmen, ne? Also ich denke mal wirklich, das habe ich glaube ich schon öfters gesagt, dass das Verblenden, dass das so ein Schritt ist, wo man sich echt Zeit lassen sollte, dass das Ganze halt schöne Übergänge ergibt, ne? Ich könnte jetzt auch einen härteren Pinsel nehmen, aber nö, ich möchte jetzt erstmal hier nur versuchen mit Blender Betty. Aber ich glaube, seht ihr, wenn ich da so drüber gehe, wird der lila Ton auch schwächer, nicht mehr so farbintensiv, was ich eigentlich auch begrüße. Ich werde mir aber, glaube ich, die anderen Farben gleich noch etwas intensivieren. So. Ich hatte erst kurz überlegt, den lila Ton aufs ganze Auge, aber nee, ich glaube, das war schon so die richtige Wahl. Okay. Ja, ich muss es auch leider heute Nachmittag abschminken, weil ich joggen gehe und da jogge ich nicht so gerne mit so viel Schminke im Gesicht. Habe heute auch eine leichte Foundation drauf, wie gesagt, vom Bourjois. Die habe ich ja mal geschenkt bekommen. Das ist eine ganz tolle Foundation. So, sieht doch schon mal ganz schön aus, finde ich. Schön verblendet. Ja, gut. Ja, jetzt habe ich die zwei hier noch nicht verwendet, ne? Diese etwas dunkleren, gedeckteren Farben. Was heißt gedeckter? Ich wollte mal versuchen, ich weiß nicht, wie das aussieht, weil der so ein bisschen schön schimmert hier von Catrice. Dann nehme ich mir jetzt mal so einen spitzgebundenen. Das ist von Zoeva. Die 223, hoppala. Petit Eye Blender. Das ist so ein schöner festgebundener. Da gehe ich jetzt mal hier in diesen Grauton mit der Spitze und setze mir den hier in den Augeninnenwinkel. Quasi, um noch so ein kleines Highlight zu setzen. Und wie ihr seht, der schimmert so ein bisschen, ne? So leicht golden, glaube ich, oder silber oder gemischt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber ja, so ein bisschen sieht man ihn. Kann ich ein bisschen hier rüberziehen an den Augen, Wimpernkranz unten. Ja, aber ich habe den Lidschatten gezogen und ich denke mal, der sieht bestimmt auch schön auf dem ganzen Auge aus. Oder ich kann jetzt mal Folgendes noch machen. Gehe ich noch mal hier rein und setze mir den unter meinen Augenbrauenbogen hier. Ja, der ist sehr unscheinbar. Kann natürlich auch sein, dass er im Tageslicht bzw. im Sonnenlicht einen schöneren Glanz noch ergibt, dass man das Farbspiel dann besser sieht einfach. Ist ja oft so, ne, dass man im Sonnenlicht die Farben noch mal ganz anders wahrnimmt. Aber so zum, ich glaube, ein bisschen was bringt es. So ein bisschen verblenden, so. Ne? Ja, so ein bisschen sieht man den. Ja. So. Ja, und dann habe ich ja jetzt noch den von L'Oréal, ne? Die sind auch leider etwas teurer. Ich glaube, zwischen 6 und 8 Euro, sage ich mal. Aber ich finde die Farbe so schön. Und ich glaube, den klatsche ich mir jetzt mal erstmal an den unteren Wimpernkranz. So. Da nehme ich mir ja gerne dann so einen Moment, Moment. Da habe ich hier aus so einem, das war mein erstes Pinselset, ein ganz günstiges, Blush Professional. Das war so ein günstiges Pinselset damals und das ist so ein abgeschrägter. Und da gehen wir jetzt mal hier vorsichtig in den L'Oréal Lidschatten, klopfen das nochmal ab und dann gehe ich mir mal. Gebe ich mir die Farbe an und unteren Wimpernkranz. Nehmen wir noch ein bisschen, erstmal ein bisschen Tupfen. Ein bisschen Fallout habe ich, glaube ich, auch schon hier. Aber ich finde dieses Taubbraun mit diesem Schimmer, oh, ich finde den wunderschön, den Lidschatten. Und die halten wirklich Bombe. Ich habe dann, wie gesagt, aus der Reihe, ich glaube, noch einen habe ich wenigstens. Und kann das Ganze vielleicht auch, ich glaube, das reicht schon. Ein bisschen hier so an den Kanten verblenden. Okay. Ich habe erst überlegt, mir den oben an den Wimpernkranz zu geben, aber ich glaube, ich gebe mir da gleich den lila Ton hin. Ja. Also der lässt sich schnell auftragen, finde ich. Hammer pigmentiert und da muss ich vielleicht noch mal gucken. Da hatten sie noch einen Farbton, der mich interessierte. Von dieser Reihe von L'Oréal, aber die, wie gesagt, die kosten ja auch ein bisschen mehr und dann, ja,
Ihr wisst ja, ich habe so, ich liebe halt meine Monolidschatten, ne? Und lass mich so gerne überraschen. Ich mache das auch nicht nur für die Videos, sondern auch ganz oft für mich. Zieh mir einfach, setz mich hin an meinen Schminktisch oder hier in die Küche auch oft und greife blind in die Kiste rein und zieh mir ein paar Lidschatten und schmink mich dann damit. Ja. So. Sieht doch ganz nett aus, oder? Ja. Ich habe so ein bisschen Fallout. Ich mache mir das mal hier eben ein bisschen weg. So. Ja, ich meine, den könnte ich mir jetzt auch oben drauf geben. Aber wisst ihr was? Was ich jetzt erstmal noch mache, ist ganz schnell, was heißt ganz schnell? Ich werde jetzt nochmal den Blauton nehmen. Den möchte ich ein bisschen kräftiger noch hier haben. Vorsichtig hier so auftupfen. Durchs Verblenden ist der halt schon so leicht verblasst. Einfach nur mal kurz drüber tupfen, so. Okay. Das reicht, glaube ich, schon. Und dann nehmen wir auch nochmal den Peachton von Catrice. Und ja, intensivieren den auch nochmal, weil ich finde diesen Peachton sehr, sehr schön. Irgendwie. Könnte mir den auch so ein bisschen mehr nach hier ins, genau, hier vorne reingeben. So. Oh ja. Hier so ins Augeninnere, da. Es kann gleich sein, dass mein Hund kommt. Mein Schwiegervater war gerade mit Puma laufen. So, Moment. Okay. Ja, das gefällt. Ja. Interessant. Ja, und jetzt bin ich echt am Überlegen, ihr Lieben. Ich möchte mir gerne noch einen Lidstrich oben ziehen. Ob ich den jetzt mit dem braunen mache oder mit dem matten Lila-Ton. Ah, ich bin mir unsicher, weil ich ja oben jetzt das Lila auch habe. Aber irgendwie, ach Mann, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gebe mir den Lila-Ton jetzt erstmal da oben hin. Mache dazu den mal eben kurz sauber hier. Ich probiere es mal. Wenn es nicht wirkt, nicht aussieht, dann kann ich ja den L'Oreal noch drüber geben. So. Manchmal finde ich es auch schön, wenn der Lidstrich oben nicht so hammer ist, weil unten ist er ja jetzt schon sehr farbintensiv. Sieht man den? Doch. Selbst über diesen blauen hier, glaube ich, kann man den erkennen. Okay. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich euch vielleicht schon mal angefixt habe mit dieser Art von Schminken. Also setzt ihr euch auch vielleicht schon mal vor den Schminkspiegel und lasst euch überraschen und zieht euch aus eurer Sammlung ein paar Lidschatten? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß auch nicht, ich mag das. Ich weiß auch, ich habe das, mache das ja jetzt schon, ich glaube, ich habe damit in meinem ersten Jahr angefangen, in meinem ersten YouTube-Jahr. Oder im zweiten, Anfang vom zweiten, ich bin mir nicht sicher. So, ja. Doch, man sieht ihn und ich finde es auch gar nicht mal so verkehrt. Weil er ist jetzt nicht so farbintensiv, aber man nimmt ihn wahr, oder? Ja. Okay, ich gebe mir den eben auf dem anderen Auge hier oben auf. Ja, also irgendwie, ich glaube, das war doch die richtige Wahl. Was ich jetzt noch kurz machen möchte, ist nochmal in diesen schönen lila Ton vom P2 und ich intensiviere das jetzt hier oben nochmal. Und versuche das so, ich weiß auch nicht, es gefällt mir gerade sehr gut mit diesem Farbton. Gib mir einfach noch ein bisschen Farbe hier drauf. Ja, höher ziehen möchte ich es jetzt nicht. Also ich glaube, das ist hoch genug, oder? Ich tue mich da oft schwer und überlege hier, wenn ich halt, dass man den so ein bisschen sieht. Oder soll ich ihn etwas höher ziehen? Hier oben, wisst ihr, dass ich, ah, ich weiß nicht. Na komm, ich ziehe ihn mal ein bisschen höher. Ich traue mich mal, so hier oben, so. Okay. Naja, ich verblende ja jetzt gleich noch. Es kommt wieder die Seite, die ich als Linkshänder nicht so gut hier hinkriege über Display. Egal, wir ziehen das jetzt hier etwas höher, so. Gut, und
Ich weiß auch nicht, oh Gott, was habe ich getan? Ich nehme jetzt einfach nochmal den Blendepinsel ohne Puder dran und gehe nochmal jetzt hier über die Kante von dem Lila-Ton. Und wir blenden. Das wäre jetzt so ein Look, glaube ich, den ich jetzt nicht unbedingt im Alltag oder sagen wir mal, doch, also ich würde durchaus damit auch rausgehen. Es ist sehr bunt, es ist vielleicht nicht so das Optimalste, aber ich habe ja jetzt die Farben gezogen, ne? Und ihr schreibt mir jetzt mal bitte, falls ihr Lust habt, hättet ihr es ganz anders gemacht? Was hättet ihr gemacht mit den Farben? Oder hättet ihr auch ungefähr gleich gewählt? Das finde ich immer so schön, wenn ihr mir eure Ideen, wisst ihr, wenn ihr mir schreibt, ja Nadine, also okay, das hier ist ganz okay, aber das hätte ich vielleicht dann, die Farbe hätte ich vielleicht dann doch woanders noch aufgetragen. Ja, das ist für mich dann auch immer noch Inspiration. Schön. Ich glaube, ja, gut. Ihr Lieben, ich habe alle 5 Farben benutzt. Ihr wart dabei. So, genau. Und jetzt würde ich sagen, trage ich mir Mascara auf. Wo habe ich die? Na supi, ich habe die Mascara vergessen. Moment. So, ihr Lieben. Ja, Mascara habe ich mich mal für eine entschieden. Die habe ich noch nicht oft benutzt. Manhattan Supreme Lash. Das ist die mit Arganöl. Ach, das ist so eine Bronze-Glitzer-metallische Optik hier. Hier steht das irgendwo mit Arganöl. Ich glaube, also die Form und so das Design finde ich schön. Ich habe die aber, glaube ich, erst 2-mal, wenn überhaupt, benutzt. Das ist so ein bewegliches, weiß nicht, ich zeige es euch mal. Seht ihr das? Moment. Sehr bewegliches Gelenk und es ist eine ziemlich fette Bürste. Also eine Gummibürste. Oh Gott. Ich hoffe, ich male mich jetzt nicht an. Ach, siehst du, anmalen. Apropos anmalen. Da mir das ja beim Mascara-Auftragen oft passiert, Schmink hier, Korrekturstift, Make-up Correcting Pen habe ich vergessen. Okay. Ich mache es ja immer ganz gerne und drücke am Anfang hier, da wo die Wimper rauswächst, hier oben so ein bisschen dagegen für ein paar Sekunden und ziehe sie dann so mit meistens so Zickzack-Bewegungen nach oben. Vom Gefühl her finde ich die Mascara sehr feucht. Ich hatte jetzt noch irgendwann, ich habe ja auch einige Mascaras, aber auch ein paar aussortiert jetzt. Da hatte ich jetzt eine, die hatte ich auch noch nicht lange. Welche war denn das? Ich glaube, die hatte ich mal geschenkt bekommen von Österreich, irgendeine. Aber die ist so fest, also die ist überhaupt nicht fluffig. Da kommt kaum was ab. Weiß ich auch nicht, ob die eingetrocknet war. Okay. Also was ich erkennen kann, und ich hoffe ja auch, die trennt, die klumpt nicht. Ich denke mal, durch diese ganz vielen kleinen Borsten trennt die ganz schön. Und ich drücke mal wieder ein bisschen an. So. Länge gibt sie, glaube ich, nicht, aber so ein bisschen Volumen schon, finde ich. Und sie ist sehr schön schwarz. Jetzt versuche ich mal mit der relativ fetten Bürste hier im Augeninnenwinkel meine kleinen Härchen zu erreichen. Das ist immer so ein Abenteuer. Ich weiß nicht. Ich lasse mir auch in der Regel immer sehr viel Zeit, wenn ich jetzt auch ohne Kamera schminke. Ihr seht es ja jetzt auch. Also ich beim Verblenden von Lidschatten und Wimperntusche, das dauert, glaube ich, Wimperntusche mit am längsten. Lasst ihr euch da auch so viel Zeit? Ich meine, viele nehmen ja auch mehrere Mascaras übereinander. Das mache ich in der Regel eigentlich nicht. So, ich glaube, das reicht. Ja, oder? Okay. Ja, und schon ist das ein ganz anderes Bild, ne? Das Getuschte, beziehungsweise oben ist ja nur getuscht und das Ungetuschte. Also ich finde, Mascara macht so viel aus. Und jetzt versuche ich mit der fetten Bürste hier unten meine... Ja, und dann tragen wir gleich noch Blush auf und den Lippenstift. Ah, ist schwierig. Ich habe ja jetzt auch nicht mehr durch das Wimpernserum damals, was ich 2 Jahre genommen habe, ne, das Revita Lash und auch das M2 Lashes, da hatte ich habe mir das ja auch unten aufgetragen. Dadurch hatte ich natürlich hier unten auch schöne lange Wimpern. Das hier ist jetzt ungefähr meine, ich würde sagen, jetzt mittlerweile die Normalwimpernlänge, die ich
ohne Wimpernserum habe und ich möchte es auch nicht mehr benutzen. Es war eine schöne Zeit, aber mittlerweile wollte ich doch mal wieder zurück zur Natur. Und ja, jetzt wird es hier schwierig. Okay. So, ich finde, das reicht. Ja, gut. Ja, also diese Mascara, was steht denn da drauf? Clump-free, das kann ich sagen. Also die klumpt jetzt nicht so. Volumen und Pflege, ne? Mascara mit Arganöl steht hier. 11 Milliliter. Ja. Vielleicht tusche ich gleich noch einmal oben kurz drüber. Mal gucken, ob es dann noch volumiger wird. Aber jetzt tusche ich mir mal eben ganz fix das andere Auge. Bis gleich. So, beide Augen sind getuscht. Ein bisschen habe ich hier oben angemalt, aber es geht. Also da habe ich schon mal, ja, größere Kleckse veranstaltet beim Mascara-Tuschen. Jetzt versuche ich mal einfach, mal gucken, ob es einen Unterschied gibt, wenn ich jetzt hier beim erst getuschten Auge nochmal drüber gehe. Ja, doch, jetzt ein bisschen volumiger, seht ihr? Ja, und die Wimpern. Ich mag ja nicht, dass diese Fliegenbeinchen, ne? Wenn das zu doll zusammenmatscht, das mag ich nicht. So ein bisschen ist okay. Oh ja. Ja, da sieht man jetzt beim zweiten Auftrag klumpen sie ein bisschen zusammen. Das wäre dann etwas intensiveres Ergebnis. Na, jetzt muss ich es am anderen Auge auch machen. Ah, über Kamera. Ein bisschen. Ich gebe also noch eine zweite Schicht hier oben drüber. Trocknet relativ schnell, finde ich. Die erste Schicht war jetzt schon trocken. Okay. Ja. Gut. Ja, die Mascara gefällt mir ganz gut. Ist nicht schlecht von Manhattan. Dann hätten wir das Augen-Make-up vollbracht. Und jetzt sagt mir mal eure ehrliche Meinung. Habe ich das Lila oben zu hoch gezogen oder findet ihr, sagt ihr Nadine, ich finde das schön bei meinen tief liegenden Augen, wenn man das noch so ein bisschen sieht. Ja, es ist eine interessante Farbkombination. Hätte ich jetzt so nicht geschminkt, aber jetzt musste ich es ja so schminken. Es ist ein ja schon kräftigeres Amu, aber gut. Lassen wir mal so stehen und widmen uns jetzt dem sehr farbintensiven Blush vom P2 aus der Meet Me in Venice LE. Oh Gott, ich habe mir jetzt auch noch von der Essence Pinsel LE den Blush Brush gegriffen. Der ist sehr festgebunden, der hat eine interessante Form. Ich denke, viele von euch haben den. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, vielleicht wäre es bei dem Blush besser gewesen, einen, oh Gott, fluffigeren Pinsel zu nehmen, wie... Oh, der krümmelt. Schwierig. Ich glaube, das wird ein... Ich hätte besser einen anderen Pinsel genommen. Egal. So, ich klopfe den mal aus. Oh Gott, ist so unregelmäßig. Ich versuch's. Ja. Okay. Habe ich schon mal einen fetten Balken hier. Ich gucke ein bisschen hier in den Spiegel. Das reicht schon. Ah, der ist aber auch hammerpigmentiert. Mache ich mal hier vorne auf die Apfelbäckchen. Etwas ziehe ich mit dem Blush immer ganz gerne, so die Reste hier zur Schläfe hoch. Ich finde, oh mein Gott, es geht noch, oder? Das reicht aber auch schon. Also das hier ist echt mit Vorsicht zu genießen. Bisschen verblenden. Ansonsten finde ich diesen Pinsel gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, durch die Synthetikhaare und dadurch, dass der so fest gebunden ist, dass es, oh Gott, dass der Pinsel hier auch gut geeignet ist für cremige Sachen, Creme Blushes. Also ich glaube, bis der leer ist, vergehen Jahre, weil der so gut pigmentiert ist. Also ich brauche nicht mehr. Aber ich finde die Farbe so schön. Ich mag ja solche beerigen Töne, gerade jetzt im Herbst. Ja, ich hoffe, wir kriegen einen schönen Herbst. Mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Wir haben bald schon September. Ich muss bald mein Aufgebraucht-Video drehen. Aber jetzt hatte ich voll Bock auf Lidschatten-Lotto und ich denke, es wird auch nicht lange dauern. Dann im September kommt auf jeden Fall eins. Ja. So. Okay. Ist sehr farbintensiv, aber ich glaube, es geht noch. In der Kamera könnte es ein bisschen knalliger rüberkommen. Hier im Spiegel, ja, ich habe es ein bisschen satter aufgetragen. Oder eigentlich
Vielleicht zu großflächig, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, und jetzt kommt der etwas schiere Lippenstift. Ich habe jetzt gar nichts auf den Lippen, aber der ist, glaube ich, schon gut durchfeuchtet. Ich komme mal ein bisschen näher. Da benutze ich jetzt keinen Lip Liner. Oh Gott. Guck mal hier im Spiegel, ja, ich kann das nicht über Display so gut. Der ist sehr cremig. Sehr angenehm flutscht er über die Lippen. Und dadurch, dass er jetzt nicht so farbintensiv ist, also von der Farbe her sieht man ihn schon gut, nur er ist halt ja nicht so hochpigmentiert und passt, glaube ich, zumindest passt er gut zu meinem lila Ton in der Lidfalte oben. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, so nochmal aus der Ferne. Ja, was kann ich sagen? Im Alltag, so hätte ich jetzt das gar nicht so geschminkt, ist klar, ne? Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt so hier in der Spiegel aus der Ferne betrachte, finde ich, habe ich aus den gezogenen Lidschatten ein Augen-Make-up gezaubert, womit ich auch rausgeben würde jetzt. Klar, das Blau, das Orange, das sind auffällige Farben, auch das Blush, aber die kommen jetzt wieder zurück, beziehungsweise ich schreibe euch die ganzen Monolidschatten nochmal in die Infobox. Vielleicht, wenn euch jetzt besonders irgendein Farbton gefallen hat, also den von L'Oreal müsste es noch geben, den von P2 eigentlich auch, den Essence glaube ich nicht mehr. Catrice müsst ihr schauen, die wechseln ja immer mal wieder, ne? Aber ich schreibe euch die Namen in die Infobox, auch vom Lippenstift. Ja, das, ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, ich glaube nein. Ja, das war mein Lidschatten-Lotto für den Monat August. Und ich versuche auf jeden Fall einmal im Monat jetzt immer Lidschatten-Lotto zu drehen. Vielleicht auch mal wieder ein Paletten-Lotto. Oder ich habe auch noch Folgendes gemacht. Ich habe die Lidschatten, es gibt ja viele Duo-Lidschatten, ne, aus LEs auch gerade, solche Lidschatten, die halt zwei beinhalten, zwei Farben. Die habe ich auch alle gesondert. Ich glaube Duo- und Trio-Lidschatten. Glaube ich, ja. Kann ich auch mal ein Lidschattenlotto drehen. Palettenlotto, aber auch natürlich mein geliebtes Monolidschattenlotto. Krass, die Farbe. Aber so? Schreibt mir eure Meinung, ihr Lieben. Ich hatte Spaß, mir hat es Spaß gemacht. Ich lasse das jetzt auch erstmal so. Wie gesagt, um 16 Uhr gehe ich dann joggen. Heute Abend ist auch wieder Chorprobe. Und von daher, denke ich mal, seht ihr das Video am Mittwoch. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback, ihr Lieben. Und wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder dabei. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.